Stell mal die Beute um. So. Na, 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 na. Durch. So, wohin wollen wir gehen? Ich würde dieselbe Strecke nehmen. Welche? Die wir das letzte Mal genommen Welche? Haben. Osten, Central Coast, Centrific Expanse, Frostbring Passage, Frostbring Volcano, Demonium Keep. Jo, die ist gut. Haben wir eine Sumpf-Area, haben wir eine Wüsten-Area. Also geht's nach Osten. Jo. Ja, die Strecke sah gut aus. Und die 7er Map davor war auch echt gar nicht gefahren, als wir da waren. Jo. Und das war auch ungefähr die Zeit, die wir jetzt hier losreiten. Also da könnte man Glück haben. Ja. Diese mittelgroßen Schatztruhen sind, glaube ich, toll. Jo. Zurzeit ist es halt so, dass die Gruppengröße insane sein muss, um die zu kriegen. Jo, und das würde sich gar nicht lohnen. In belebten Maps auf jeden Fall, zu belebten Uhrzeiten. Wenn man, und das sollte sich halt vom Loot her gar nicht lohnen. Also. Na, wenn man zu AFK-Uhrzeiten oder in AFK-Maps ist, da kriegt man halt auch mal eine Truhe, weißt du? Hier sind Leute, die uns chasen, oder nicht? Chasen nicht. Aber die halten hier den Ausgang, deswegen würde ich nordwestlich reiten, hier am Territorium vorbei. Ja. Für die Sicherheit. Wir hätten vermutlich eh den Shortcut nehmen sollen und nicht hier diesen Weg. Ja, das war schlecht. Vielleicht mal ein bisschen Pastete futtern. So. Fünf zweier Pflanzen, geil. Nicht so wirklich, ne? Die waren nicht so viel wert, aber die gehen halt super schnell, ne? Ja, lass uns ruhig 5 Zweier 20 Pflanzen, 5 Zweier Erz und 5 Zweier, was war das noch? Fell. Fell machen, ne? Holz sollte auch okay sein. Holz sollte auch okay sein, ja. Holz ja, nur keine Steine. Holz könnte sogar mehr wert sein als Pflanze. Naja, ja. Erz ist auch mehr wert als Pflanze. Pflanze wird erst ab 6 gut. Aber 5 Zweier Ressourcen sind, glaube ich, allgemein ein bisschen durch die öffentlichen Stacks gelitten. Die sind ja immer Zweier verzaubert. Wenn wir uns nicht sicher sind, ob wir fighten wollen, sollten wir in die Sicherheit reiten. Okay. Wie viel ist 4 Zweier Erz wert? Nichts. Sicher? Das ist nicht schlecht, weil es geht ja super schnell, aber. Das waren jetzt 5000. Jo, also. Halt, kann man mitnehmen. Eigentlich fein, I guess. Es geht ja sehr schnell. Kostet quasi gar keine Zeit für. Ein bisschen was. Kann man mitnehmen, denke ich. 4 Zweier Pflanzen wahrscheinlich auch. 4 Zweier Fell sollte sogar ganz gut sein, glaube ich. Naja, 4 Zweier Fell muss man umbringen. Lager Instinct ist ein. Ne, ist ein Solo-Player mit durch. Einhändig. Das ist ein Inter. Die Pflanze ist halt im Territorium. Aber wir machen? Wir können trotzdem. Naja, klar, wir ganken die und machen die. Also, es kann halt sein, dass sie nur noch da steht wegen dem Bait. Aber werden wir ja sehen. Halt abgesattelt dann hin. Jetzt, ne? Ja. Die ist legit im Territorium, ne? Okay, die können wir nicht fahren. Aber das 6.2, das wird sich lohnen. Aber die können wir nicht farmen. Ja, aber die können wir nicht farmen. Nee, Mann. Das ist crazy. Warum ist die irgendwie jetzt tot? Nee, ne? Wir können das hier drüben hier angreifen, wa? Ich glaube, dann kriegen die eine Benachrichtigung. Ich kann auch nicht lesen, von wem das Territorium ist. Kann das sein?
Weil wenn die jetzt inaktiv sind, dann könnte man es machen, aber wir sind halt immer noch so dicht an allem dran, wir sollten das nicht. Das ist halt schon toxisch, also. Ich weiß nicht, wie viel diese Territorium. Gegner, pass mal auf, die sind Meme Gaming. Ja. Die sahen weak aus. Nee. Wir sollten auch wieder zurückreiten, wenn wir Leute sehen und dann erst reingehen, I guess. Ja. Ist nur ein Stack. Ah, hinter uns waren Leute. Ja, das Ding, dadurch, dass die interessiert sind, das ist halt nicht kein gutes Zeichen für uns eigentlich. Wir sind aber Farmer, also die haben Farmer-Items an da oben. Ja, aber wir wollen ja den Überraschungseffekt, oder nicht? Wir wollen ja nicht irgendwie straight up Fights forcen, wo die Gegner genau Bescheid wissen, wer wir sind und wie stark wir sind. Oder das ist schon doch richtig, ne? Also das ist ja sehr risky. Ja. Ich meine, es ist nicht so unendlich risky, ne? Also so meine ich das ja nicht. Wenn das halt zwei Farmer sind, ich meine, wenn wir die halt irgendwie erwischen, sind die halt ja, schon müssen wir nicht aber glücklich erstmal schaffen. Glücklich zwei sind sie Leute nicht. Zwei Leute sind da gestorben. Da war aber eine Truhe. Das ist nur eine kleine. 1 Minute 41, zwei Tote. Das hier ist eine 6er Map. Ja, 6er Map, ne? Zwei verschiedene Spieler, die getötet haben. Na, also wollen wir hingucken? Wir könnten gucken. Ich glaube, das wäre okay. Die Frage ist halt nur, wenn wir abgesattet hinlaufen würden, dann Speed machen, um wegzulaufen, und schaffen wir es dann aufzusatteln. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Meinst du? Ja. Weil dann kriegen wir halt die Free Kids, falls es da Free Kids sind, ne? Wenn da nur ein oder zwei ja laufen. Problem ist halt nur, wenn da ein Bait ist. Dann sind wir halt beide einfach tot. Super! Danke schön! Tschüss! Das Ding ist halt, wir kriegen den Kill halt nicht, wenn wir aufgesattelt hingehen, ne? Das waren wahrscheinlich Dullis, Dreier. Ja komm, das ist abgesattelt. Na, das sind 6 Items, lass mal lieber gucken, das sind zu viele. Na, es sind 3 Leute. Und 3 Leute. Ah, 1100 nur, das sind schwach. Wollen wir? Es könnten auch mehr sein, ne? Ich geh mal ein bisschen gucken. Dreier Pferde, Vierer Pferde. Ne, sind mehr. Lass uns raus. Ich glaube, das nochmal gucken lohnt sich nicht tatsächlich. Weil selbst wenn wir nochmal gucken, wissen wir nicht, wie viele das wirklich sind. Oder kann was, sein. Was denkst du darüber? Das kann schon sein. Plus, wir haben dann nicht den Überraschungseffekt. Ich muss mich einmal connecten. Dann gehen wir in die Map rein, wo wir rein wollten, I guess. The game is beginning, Junge. Irgendjemand hatte mich gesehen, wie ich hier reingegangen bin. Oh, da ist Dude. Danke, Ritten. Should be fine. Sieht jetzt deutlich gefarmter aus hier. Eine. Naja, wir sind halt genau beim Eingang, also das heißt halt nur nichts. Da unten ist Stein, ne? Da sollten wir hin. Nö, ja, gerade erst gespawnt. Should be pretty ideal für uns. Oh, Siemerstein ist nice. Dann lass mal schnell hin. Hallo. Hier ist ein unbesetztes Burgfried-Dings. Hier gibt's ein Zweier-Monster. Machen wir dann noch später, I guess. Vielleicht.
Ressourcen sind hier nicht so viele, wie es scheint. Nee. Dann einfach von Süden abgesattelt hinlaufen. Jo, jo, jo. Ist auf dem Berg drauf, ne? Dann lass uns hier von Dings nein, anlaufen. Nein, von Süden. Nee, die sind auf dem Berg, da können wir nicht hin. Ja, ah. Von Süden. Und dann haben wir einen größeren Bergshit. Naja, gut. Wir ohne Pferde machen? Ja, aber den ersten, der kommt angreifen. Ne? Im Prinzip ja, aber nee, wir sollten die Pferde rausholen, falls instant mehrere kommen. Die Frage ist, wenn abgesattelte Gegner auf uns zusprinten, wollen wir die auch angreifen? Ja. Okay. Gibt nur den einen Weg, außer wir sehen direkt zwei oder mehr Namen, dann machen wir erstmal raus. Weil dann können wir wahrscheinlich immer noch mal rein. Wie viel ist das wert? Weiß ich nicht genau. 16. Die 4.000, 5.000 so. Oh, das ist ja fein. Das finde ich gut. Das stimmt. Ist okay. Lohn. Ist wie eine 8er Ressource. Doch nur zwei Hideouts. Ja, aber crazy, dass wir hier nicht contested werden, oder? Naja, wir sind ja noch nicht lange hier. Aber ist der Sonnenflachs da oben da? Ne. Aber wir sind ja noch nicht lange hier und ich habe auch schon in 8er Zone 8er große Ressourcen abgefarmt, ohne dass jemand zu mir gekommen ist, also. Naja, dann schon. Kommt auch ein bisschen auf die Uhrzeit an. Scheinbar nicht so aktiv hier gerade. Naja, aber ist ja auch schon halbwegs abgefarmt alles hier. Ja, das tut. Heißt, wenn ein Farmer hier reingehen würde, dann würde er vermutlich irgendwann wieder umdrehen oder so. Oder weiterziehen. Ja, Ascha, dass wir nicht beide haken können, theoretisch. Jo. Ist halt immer ein bisschen blöd. Ja. Bei Holz und Stein. Genau. Aber, halt noch ein paar. Aber es gibt, glaube ich, keine Area, wo wir beide alles machen können. Nee. Gegner? Ja, hat nicht geguckt, crazy. Na, hat halt zwei Namen gesehen. Ich meine, wäre die Wand nicht hier, dann wäre es ja egal gewesen. Ja, die Wand ist leider ein bisschen behindert. Für den Engage nach unten. Jo. Naja, ein Ganker wäre reingegangen, weil wir ja beide basically hier eigentlich farmen. Ah. Warte mal, Wüste können wir beide alles farmen, oder? Ja, Wüste können wir beide alles farmen, aber ich habe auch nur 7er Pflanzen. Ich habe erst 19% zu Level 8. Aber das würde heißen, dass Wüste sich gut anbietet, da können wir mal alles farmen gleichzeitig. Aber Wüste ist crazy aktiv halt. Na. Wir reden hier wirklich über. Hier ist ein Gegner abgesattelt, dann einmal zurück. Absatteln. And then we try out. What to do? Der fightet gegen irgendwas. Muss schnell hinrennen. Der hat absolut nichts, glaube ich. Das ist hier einer vom Hideout, ey. 72.000, also. Oh, das geht. Jo. Loote mal weg, die guten Sachen. Was
Ich habe irgendwie ein bisschen Schild mitgenommen. Runen sollten wir wohl nicht looten. Ne. Und Dreierhandschuhe sind auch schlecht. Tränke nehme ich mal mit. Ich habe vielleicht noch ein paar mehr von. 6-1er Stein wollen wir nicht machen, denke ich. Vermutlich nicht. Hier sind 7-1er. Oh. Lass mal den kommen. Ja, ja. Mit Händen Level 1. Dauert nicht lange. Ich bin doch ein bisschen XP. Ah, komm. Harte Stony. Nur einer? 5. Oh ne. Sweet. Da oben ist noch Basalt. Ich mach Basalt. Jo. Schade, ich hätte lieber die andere XP genommen. Oh, 8 von 9 Basalt. Ja, aber mit 19% hast du halt auch bald wieder die 20. Und dann kannst du die verkaufen. Ja, das ist gut. Ist die Journey endlich zu Ende, Junge? Das ist ja immer ein richtige Qual. Ja. Muss ich nur noch irgendwann mal Holz machen, ey. Aber, puh. Ja, ist bei mir auch so die Frage, ob ich nochmal Stein irgendwie hochziehe. Hier ja, irgendwie, irgendwann mal. Hier ist seltener Schiefer. Oh. Ja, dann machen wir die Ecke hier noch einmal ein bisschen gründlicher, würde ich sagen. Da oben ist, glaube ich, auch noch Basalt. Ja, die Ecke sieht ganz nett aus. Ist halt nur blöd mit dem ganzen Stein, dass wir da nicht zusammenfahren können, weil es gibt uns ja so viel Bonus-Bait. Ja, das ist Kacke. Das ist Kacke. Wenn man halt gezwungen wird, die Scheiße abzubauen. Ach nee, das ist 7-1er, das ist gut. Ja, That's good. Ich dachte schon. Nee, das wäre echt schlimm für meine Seele gewesen, aber ich hätte es mitgenommen. Fetter. 2 Basalt-Stacks noch, crazy. Naja. Hier ist ein Dreier. Oh ja, dann komme ich. Muss ich eh nochmal zurück, ja, dann komme ich direkt. Kann auch sein, dass ich schaff den Safe auch solo, also du könntest auch weiterfahren, I don't know. Dann solltest du nicht machen. Für das Leben. Das stimmt. Und Cooldowns. Und wir können engagen. Oder? Eigentlich willst du eh den Wirbel machen, oder? Muss nicht. Also so eine Viecher sind für Solo-Spieler. Also wir können das auch ohne meine Spells machen. Ja, 2Z. Dann können wir engagen, das ist not jo. Bad. Jo. Ja. Den Loot geben die auch immer. Buchlein und 2 Items. Jo. Hier ist ein Gegner, ist ein Bergarbeiter, aber er ist noch unsterblich, jetzt nicht mehr. Hat einen Fort Sterling-Umhang. Ist noch neu. Läuft der bei mir? Ach, oh, fuck, er hat so ein bisschen was gesagt. Ich krieg ihn vielleicht nicht. Nee, Fort Sterling, ne? Ja. Oh, wenn du was gesagt hättest, hätte ich ihn gehabt, bitte. Naja, er war halt noch unsterblich, dann hat er seine Unsterblichkeit verloren. Ja. Ich wusste nicht, wann das passiert. Hier gibt's noch 2x Basalt. Wo ich gerade bin. Mal kurz das Basalt hier oben ab und dann. Ja, merkt ihr, wo ich gerade bin. Jo. Ja, naja. Das ist halt das Problem hier. Wenn wir beide die Steine hätten, dann können wir einfach zusammen rumlaufen und die Steine abbauen und das crazy bad so. Genau. Aber ist halt die Frage, ob wir diesen Move hier überhaupt in einer 7er Wüstenzone machen können, weißt du? Ja, das ist halt so der Problem. Wüstenzonen sind anders. Also ich kann Sumpf alles abbauen, aber das kannst du nicht, weil du kannst kein Holz. Holz. Ja. Hochland kann ich nicht, weil Stein. Eis kann ich nicht, weil Stein. Wald kann ich nicht, weil Stein. Aber Wald gibt's am wenigsten Stein. Vielleicht Waldzonen. 7er Waldzonen. Ja, sind wahrscheinlich die besten. Könnte ich mir vorstellen. Ah nee, du kannst gar kein Holz. Ist ja totaler Quatsch. Ach so, ja. Da sind wir beide limitiert. Holy shit. Ja. Wird's wohl doch Zeit, dass wir irgendwann mal alle freischalten. Ja. Für diesen Playstyle wäre das insane. Nochmal ein bisschen reinbaiten einfach. Ja.
Wenn man alles auf 8 farmen kann, auch schon sehr solide dann. Jo. Ist egal, wo du langläufst, Hauptsache du läufst nicht in die komplett aktiven Maps. Seltener Schiefer hier. Ja, es ist so toxisch, dass du das nicht. Ne. Von 9 Sonnenflachs und Basalt gibt's auch noch. Ja, wir machen die das obere Ende hier erstmal durch, würde ich sagen. Na, da wo du gerade bist, habe ich ja schon alles gefarmt. Ich habe nur noch nicht die Ecke über den Fluss rüber angeguckt. Ja, ich komme einmal zu dir geschluffelt. Da gab es ja irgendwie zwei Sachen für mich. Ja, seltener Schiefer da und einmal Basalt hier. Ja, die Anzahl der Steinleute hat echt einfach komplett ist eingestürzt. Keiner baut's mehr ab. Das war halt gut. Tatsächlich. Ja, aber Seite ist ja noch was wert. Ja. Wo war denn der Schiefer? Da oben? An der Straße. Nordosten, sagst du? Der war an der Straße. Finde ich ihn, wenn wir dahin zurückreiten später? Na, du bist quasi dran vorbeigeritten. Der war nordöstlich von dir, als du da lang geritten bist. Okay. Halt in so einer kleinen Einbuchtung da. Von einem großen, langen Klüfter. Hier ist noch Basalt. Ja, sehr seltener Schiefer, halt 1000 Prospekt werden, ne? Das ist halt. Hier ist auch noch Basalt. Okay, nö, den Basalt nehme ich. Aber vermutlich nicht so viele Stacks. Sagst du? 5 von 9 sind die alle, also. Oh, nice. Pretty good. Oh, bisher hätten wir doppelt so viel Kohle gemacht, wären wir in Spastigier gekommen, ne? Ist das so? Wir haben einen für 200.000 umgebracht. Das stimmt. Kommt drauf an, wie viel wir bisher schon gefarmt haben, ne? Nicht so mega viel, glaube ich. Vermutlich nicht. Wir brauchen ja nur ein, zwei gute Catches. 50.000, 60.000 und der Rest ist alles nur so 30.000, 10.000, 20.000. Aber wenn man das verdoppelt, hätte man den Kill auch auf jeden Fall wieder raus. Ja gut, wir haben ja noch nichts gefunden. Aber wir sind doch erst am Anfang, also. Ja, die ganzen 7er Pflanzen hier. Die läppern sich halt, ne? Also verdoppeln würdest du den Loot ja ohnehin nicht. Das stimmt. In Farmgear hätten wir 60% mehr. Jo. Und das auch nicht unbedingt, weil wir auch noch das Essen drauf haben, ne? Also man schon eher so 50% mehr einberechnen, denke ich. Das kann sein. Premium-Bonus und Farmessen plus halt noch der so, ja, noch Gathering weniger. Plus der Gathering. Holy shit. Ja, eher so 40% mehr, also. Wir haben ja auch noch den Gathering-Bonus dadurch, dass wir ein bisschen gelevelt sind. Irgendein fetter roter Stunken, was ist denn das? Boss. Von der Area da, ne? Ja, Blue Dungeon Boss-Dingens hier. Hier ist auch noch ein bisschen Basalt. So ein Fels drin, vielleicht hat es ja jemand übersehen. Hier bei mir ist ein 7-1er Kraut. Gerade gespawnt oder so? Arm mich kurz, es hat 7 Stacks, also. Oh, nice. Können wir ja kurz machen, weil da hinten schaffe ich aber auch noch. Naja, so lange dauert das ja nun auch wieder nicht. Brauche ich ja nur um aufzuwerten, keine Ahnung. Seltener Schiefer. Eine Straße. Also mehr oder weniger. Ja, in der Einbuchtung basically. Hm. 7-1er Kraut ist echt gut wert. Ja, ja. Mehr als Schiefe. Ja. Naja, 7er Kraut
ist ja auch mehr wert, nee, Als genauso viel Schiefer. wert wie ungewöhnliches Übersalt. Meteoriterz. Ja, aber 7er Kraut sollte genauso viel wert sein wie Übersalt mittlerweile. Das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen. Joa, das kann Aber ich dir sagen. das sieht man ja in deinem Inventar, du hast das ja beides. Deswegen. Oh, das ist nur ein Stack Basalt, das ist ja traurig. Ich bin auch schon auf So. 9, ich bin auch schon auf 19% bei Erz. Ja, aber war die Journey beendet, Junge. Ja, brauche ich nur noch Stein auf 8. Ja. Ich noch Holz. Und bis ich das schaffe, habe ich auch genug Lernpunkte, um mir das zu leisten. Ist auf jeden Fall ein Hellgeld. Bonus. Hier ist noch ein bisschen Basalt. War Salz erste? Oh dann lass gleich mal in die Achtermap passen, oder? ja. Da können wir ja wirklich alles farmen, außer du die Achter. Großen Pflanzenstacks. Ja. Auch wir finden da doch eh irgendwie zwei große Pflanzenstacks, 8 Dreier. Dann sind wir reich. Wo war denn jetzt der Basalt, lol? An der unteren Ecke der Insel, der Halbinsel. Ach, da. Ein Stack. Na. Na. Wie sieht's da drinnen aus? Gibt's was? Noch kann ich es nicht beurteilen. Es gibt einen Gegner, der heißt Anton. Der hat keine Gilde. Was macht Anton? Weiß ich nicht, aber scheinbar chased er mich nicht. Sieht halbwegs gefarmt aus, aber ich konnte noch nicht so viel sehen. Na, hat Anton mir gerade die Pflanzen geklaut? Also im Prinzip könnten wir zusammen mal in die rechte Seite gucken. Und zwar abgesattelt, weil wenn Anton da ist, ne? Und der ein Farmer Jo, ist. dann lass mal. Naja, wir können erst noch ein Stückchen reiten, denke ich. Halt diese Ecke da rein, da, ne? Dann basically hier absatteln. Und dann hier in die Ecke neben der Brücke reinrennen. Falls er da oben ist. Weil ich glaube, er kam von links. Aber das kann ich nicht genau sagen. Du sagst, hier sind Leute, die. Also ich würde hier auch immer farmen gehen, aber ist hier gerade überhaupt irgendwas? Nö, okay. Gar keine Irgendwie Pflanze gibt's hier. gar nichts, oder? Doch, Erz Gibt's und hier. Pflanzen. Sometimes. Jo, aber schon gut gefarmt hier. Das heißt, wir könnten auch nur Jo. grob rüberlaufen und dann direkt auf zum Achter Sumpf gehen. Jo, würde ich sagen, ne? Jo. Einfach mal nur grob. Hier mal eine Ecke gucken, da mal eine Ecke gucken. Hoffen, dass so ein öffentliches Ding spawnt in der Zeit. Ja, so ein öffentliches Ding hier wäre schon cool. Ne? Sieht schon ziemlich durchgesufft aus hier. Ah, 7 von 9. Also hier gibt es ja Neues. jetzt auch keinen Ausgang auf der südöstlichen Seite. Also kann schon sein, dass hier auch ein paar Jäger unterwegs sind oder so.
Ich würde vorschlagen, so ein bisschen im Zickzack zu laufen. Einer unten, einer oben. Oder so. Sehen wir doppelt so viel. Nur 6er Pflanzen ab. Ja. Hier nicht eine Leiche. War irgendwas von 8 im Gear, wahrscheinlich das Farm-Item, I guess. Kann das sein. Hier ist noch eine 7er Pflanze und 2 Stacks. Oh. Zwei 6.1er Hyänen mehr. Eieiei, jetzt werden wir aber reich hier. Keine Überflutung hier, also. 3 von 5, okay. Ja, 6er wird hier nicht so viel gefarmt. Ja. 8er und 7er ist aber. Ja. Wegschnabuliert. Aber 8er und 7er ist ja auch vom Preis insane bei Fell und Faser. Naja, Fell ist jetzt auch nicht so insane. Wollte ich gerade sagen. Fell hat 6er insane eigentlich. Ja, aber 7er ist halt voll fein, voll gut. Gegner einmal von Poe, so ein Farmer. Auf so einem Rettich-Ding, der chased mich nicht, okay. Hier ist Anton, satte mal ab. Der läuft nach Norden, 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 Norden. Ach, da ist Anton, aber. Kommst du ihn? Nee. Okay. Schade, Anton ist ein guter Mann für uns. Jo. Jo. Anton hätte ich auch mitgenommen. Deine Ziege ist ja was wert. Oh, Anton farmt hier. Ich geh mal ein Stück zurück einfach. Genau. Und dann sollten wir gleich ab und gehen rein. Ready? Ja. Ready. Ich mal sagen, go. Er ist aufgesattelt. Schade. Jo, da gibt's eine 6-3er Hyäne. Wo? Da, wo wir auf Anton losgehen wollten. Der gute Anton, Junge, der gute Anton. Jetzt mal essen hier, ey. 2 von 5. Sheesh, Junge. Na, hier ist nichts, wa? Würde ich mal sagen, wir gehen weiter, wa? Ja. Map sieht ausgedörrt aus, wir haben Anton verscheucht. No. Ah, es war zweimal recht knapp. Jo. Er war schon aufgesattelt. Naja, er farmt sich ja schnell, oder? Ich hab nicht gesehen, welche Gathering-Items er hat. How could you see that? Achso, du kannst ihn anklicken während der Farm, I guess. Also ich hab's nicht gesehen. Ich glaube, ich hatte ihn. Hatte ich ihn inspiziert? Ich glaube nicht. Ich hatte ihn inspiziert, einhändiger Dolch. Ah. HVE, er hat aber einen Glänzkopf auf, also. Hm. Genau, was sein Plan ist, vielleicht auch ein bisschen Genkenfarben so. Ja, basically, ist ja 1v1 Dagger-Bild. Entweder das oder mit Stun. Hauptsache, man kriegt irgendwie die Unsterblichkeit vom Gegner weg, dass man sich hochregen kann. Da ist Anton aufgesattelt. Ja. So, wo sind wir denn jetzt? Holy shit. Saltwater Gully. Ja. Das ist eine 7er Wüstenzone, das ist also eigentlich Nordwelt hier. Ist halt ehrlich. Nö, no, aber wir haben ja auch einen Roadsportal. Immerhin können wir hier alles gemeinsam fahren. Oh, man sieht wie eine 7er Wüstenzone aus, also. Ja. Was soll ich dazu noch sagen, ne? Naja, wir können ja im Bogen Norden rum dann weitergehen. Ohne alles allzu penetrant zu checken.
Ja. I guess. Wirklich Spiel. Hast du was gefunden? Ich habe Zweierblumen nur. Halt einfach im Bogen Richtung Ausgang reiten und alles mitnehmen, was wir sehen. Aber Richtung welchen Ausgang denn? Nordosten. Okay. Bei der Truhe sterben Menschen. Wir wollen ja in den Achtersumpf. Da wollen wir aber mit Sicherheit nicht hin. Jo, wir wollen ja in den Achtersumpf. Wir laufen ja den pazifistischsten Weg in Bezug zur Truhe. Ich dachte, wir wollen Anton töten. Ja, Anton! Ja, aber Anton hat ja auch nichts gefahren. Nee, Anton wird ja auch nicht bleiben wollen. Ne. Punkt 2er Vogel. Also theoretisch möglich, dass da im Süden auf dem Plateau irgendwelche Sachen noch ab sind, ne? Aber. Aber das lohnt sich nicht, der Weg, denke ich. Ja, euch denke auch nicht. Im Gegner. Die map die schon. Proto Orcha Squad. Na ne. Squad-Leute wollen wir hier nicht angreifen, Junge, sag ich dir aber. Na, sind immer zu sportiger. Keine großen öffentlichen Slacks ab für uns, wa? Nö. Das heißt, es wird gefarmt. Vielleicht ist ja die 7er Eiszone ganz nett. Auf dem Weg die zum Achtersum. Die sehen besser aus, ne? Da gibt es ja auch noch eine 7er Sumpfzone, also maybe. Maybe gibt's was. Zauber. Das ist ja zauberhaft. Sogar volle Stacks, ne? Ja. Was fragt uns das? Besonders drauf volle Stacks? Ne, nur eins, okay. Merkwürdig. Na. Lol, so viele Kräuter. Ne. Ist auch nur eins. Ne. Bei 6er Maps sind natürlich deutlich schlechter als 7er Maps, ne? Joa. Oh. Oh, da ist ein 6er Schuh noch drin. 10.000, Spiel. Ah,
Also die Frage, wollen wir über die 7er Sumpfzone oder über die 7er Eiszone gehen? Wir wollen uns eh beide angucken, oder? Hier ist Anton wieder. Ah, nice. Denken wohl echt, dass wir ihn chasen, glaube ich. Dann müssen wir mal einmal gucken, was der sinnvollere Weg ist. Sieht so aus, als ob das am besten ist, wenn wir zuerst über die Eiszone gehen, dann die 8er Sumpfzone, dann die 7er Sumpfzone, dann die 7er Waldzone. Waren von uns hinterhergekommen? Nee, also in den Südwesten. Also er ist vor uns hier reingegangen und dann so. Eines Tages kriegen wir Anton noch. Good old Anton. Das ist ein abgesattelter Gegner. Ich wollte mal ein Stück zurück. Yep. Ist aufgesattelt. Aber ich bin. Jetzt werden ihm weggeritten. Komm mal zu mir. Sattel mal ab. Links. Ah, er ist unten. Unter der Kiste. Gut. Komm, lass uns mal zurücklaufen einmal. Ein bisschen Glück, wenn wir mal gucken kommen. I guess aber not, wa? Naja, hat uns beide gesehen, wie wir abgesattelt sind. Sad fucking times. Ja, wieder die unlucky Kante. Ja, wir sollten hier wahrscheinlich in der 7er Zone passen. Ja, machen wir ja. Südwesten da raus. Oh, hier ist jemand down gegangen gegen Minions. Fuck off. Er läuft jetzt weg, dir entgegen. Nach Norden oder nach Westen? Zu dir. Ich hab ihn nicht erwischt. Aber du solltest ihn erwischen, nicht seit Lauf. Ja. Ja, er ist aufgesattelt. Das ist Anton. Fuck. Fuck, das war Anton. Der ist down gegangen gegen Minions. Und ich hab ihn nicht bekommen. Shit. Er kommt raus. Das ist sad. Okay. Hätte es mir schneller sagen sollen, dass er nach Westen geht, dann wäre ich ein bisschen besser da gewesen, hätte ich ihn runterbekommen. Doch gesagt zu dir? Das ja, ist doch zu genau mir! Junge, hast du siehst du, wo ich da auf der Map stehe? Ja, sehe ich. Ja, ich stehe genau in der Mitte zwischen Norden und Westen. Er kann nach oben laufen und er kann nach Westen laufen. Wieso zu dir ist halt auf deinen Punkt zu? Also mehr habe ich auch nicht gesehen. Ja, du musst halt sehen, ob er nach Westen oder nach Norden läuft. Das musst du halt sehen. Ja, aber du warst doch im Westen, oder nicht? Ich war im Nordwesten von ihm und er kann nach Norden laufen und er kann nach Westen laufen. Hä? Er ist halt genau auf dich zugelaufen. Junge, ich weiß nicht, wo er ist. Erstmal nicht schreien. Er ist auf mir drauf gewesen, das habe ich doch gesagt. Ja, und da musst du mir sagen, Gegner, low. Er ist unsichtbar gegangen. Ich gehe nach oben. Ja, okay, der ist oben hier. Nice. Eine mehr. Oh ja, nice. Fuck, wenn wir den Anton noch bekommen, hätten wir jetzt schon reich, ey. Nein, dann hätten wir den Typen hier nicht bekommen, aber Anton ist auch mehr wert. Anton und. Oh, Jürgen ist gut. Anton ist unser Traum. Ja, Anton war auch fast executed, ey. Wie viele Giftbäcke hast du noch? 6. Gib mir mal 2. Gib mir noch einen. Nächstes Mal musst du mir sagen, ob er nach Westen oder nach Norden läuft.
Genau auf dich zu ist schon so der Call nein, nein, von nein, nein, dir nein. zu mir. Ich stand nordwestlich von ihm. Erstmal ganz ruhig bleiben, bitte, ja? Ich stand nordwestlich von ihm, in einer Schlucht. Okay. Das habe ich nicht so wahrgenommen. Und da gab's für mich war es so, als wäre er im geraden Weg von mir zu dir gelaufen. Deswegen habe ich gesagt, er läuft auf dich zu. Ja, und dann habe ich gefragt, nach Norden oder nach Westen. Und dann musst du mir sagen, ob er nach Norden oder nach Westen läuft. Er ist halt pretty much. Du musst mir sagen, ob er nach Norden oder nach Westen läuft. Okay? Vor allem, wenn ich das explizit frage. Ja, es war halt so Nordwesten, ne? Aber es war schon ziemliches Westen, I guess. Der ist halt komplett nach Westen gelaufen. Wäre er nach Norden gelaufen, wäre er ja rechts von mir rausgekommen, so ist er ja links von mir rausgekommen. Ich hätte halt nicht die Schluchten wahrgenommen. Für mich war das, als wäre er auf dem geraden Weg zu dir gelaufen. Zwischen dir und mir war ja eine Schlucht. Also wir waren ja quasi getrennt voneinander. Wir hätten ja quasi nicht gerade aufeinander zulaufen können. Fest steht, dass wir ihn auf jeden Fall hätten kriegen können. Jo, jo. Wäre ich direkt nach Westen gelaufen, dann hätte ich ihn halt abgesattelt. Speed wäre ja auch gar nicht aufgesattelt, also. Ja. Wenn du ihm mit Speed entgegenläufst, kann er ja gar nicht aufsatteln, oder? Das weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie weit er weg von mir war, aber auf jeden Fall hätte ich ihn absatteln können, wäre ich weiter im Westen gewesen. Das Ding ist ja auch, du hast ja gesagt, er läuft auf mich zu. Wäre ich da stehen geblieben, wo ich war, dann hätte ich ihn nicht mal mehr, hätte ich nicht mal seinen Namen auf meinem Bildschirm gefunden. Der wäre einfach an mir vorbeigeritten. Warst du in so einer Schlucht? Also der ist ja nicht geritten, der ist ja erstmal nur gelaufen. Also der war ja abgesattelt, also. Ja, dann hat er ja gerade aufgesattelt, als ich ihn auf dem Bildschirm bekommen habe, weil als ich ihn gefunden habe, war er aufgesattelt. Ja, hab ich ja gesagt. Also er war gerade aufgesattelt. Er war ja executbar. Und ich habe ihn aber erst gesehen, als seine Leben schon hochgereckt sind. Musste dann halt aber erstmal absatteln. Und dann habe ich halt ganz knapp mit dem Geradezucker wegen Range gemisst. Weil er ist ja ein bisschen schneller noch, wenn er gerade wieder respawnt, weißt du? Nö. Aber dass er halt sich überhaupt von Minions umhauen lässt, ne? Das ist halt crazy, ja. Das hätte ich auch nicht erwartet. Der hier war aber auch schon ein bisschen in Trouble gewesen, ne? Ha? Der hier war aber auch nicht so gut. Für 1 Million Loot hat er schon ziemlich viel Scheiße gebaut, ey. Naja. Also vor allem irgendjemand hat ja auch unter irgendeinem Video von mir geschrieben, wieso sollte man überhaupt noch in die Roads gehen oder sonst wohin, wenn es doch so viel Fame und Silber gibt hier in den öffentlichen schwarzen Zonen. Da habe ich einfach nur drunter geschrieben, der Durchschnitts-Albion-Spieler verliert Silber, wenn er hierher geht und Fame fahren. Man kriegt ja auch nicht so viel mehr Fame. Also wenn man die ganze Zeit High-Level-Sachen durchrotiert, dann ist das voll fein. Ja. Und man verliert Silber, wenn man das hier macht und ein normaler Albion-Spieler ist. Jojo. Also so viele Leute, die wir hier finden, die halt überhaupt nicht klarkommen. Die Sache ist, man kann halt einfach Budget Gear spielen, dann verliert man halt kaum Silber. Jo. Man kann überhaupt trotzdem töten mit 6er Gear. Genau. Aber Budget 6er Gear rumlaufen. Dienst dann halt nichts, weil du halt nie was nach Hause bringst. Und das Problem ist halt, die Average Albion Spieler gehen dann vielleicht auch down mit einem 6er Gear gegen irgendwelche 6er oder 5er, 3er Bosse und sowas. Ja, du musst gegen 3er Bosse schon clean executen. Also. Jo, jo. Also ich habe das ja auch mit Corrupted Dungeon Gear gemacht, weil ich laufe ja durch die komplette Map die ganze Zeit, ne, und finde Dreierbosse. Aber naja, ich muss es halt sauber spielen, ansonsten geht man halt down dagegen. Oder verliert sein Pferd dabei. Unser Plan ist ja nach Nordwesten zu gehen, aber davor sollten wir vermutlich einmal hier den Norden und einmal den Westen abfahren, wa? Ja, oh, hier war ja einiges da, wieder von Basalt und so. Basalt ist ja irgendwie immer da gerade, keine Ahnung. Jo. Ich würde so einen Hass auf Basalt haben? Naja. Naja, weiß nicht, vielleicht waren die getiltet, weil 5er Stein nichts mehr wert ist und dann haben sie angefangen, Fälle zu farmen oder sowas. Also der Wert von Basalt hat sich auch gedrittelt, ne? Also. Jo, jo, also es kann ja sein, dass die Leute halt einfach nicht die Sachen realistisch betrachten, so. Oh, es ist ein Drittel nur noch. Es lohnt sich nicht mehr. Aber, nee. Doch, lohnt sich. Hier ist ein Gegner. Okay. Ich mach einen Go. Der ist auf einem Echsenviech.
Nein, ich habe ihn gemisst. Fuck, wenn du da gewesen wärst. Ah! Ich reite quasi vor ihm. Ich weiß nicht, ob ich ihn irgendwie dazu bringen kann, nochmal umzudrehen. Ich reite never schneller als er. Oder? Ich glaube nicht, oder? Nee. Ah! Oh, er läuft einen schlechten Weg, aber ist egal. Nee, keine Chance. Fucking sad, Mann. Ah, ja, wenn man splittet, ne? Kann ja die mit 8er Gear nicht mehr alleine runterhauen. Jo, mehr als Grayseeker kannst du auf ihn ja nicht machen, sonst wirst du ja eh nur gefeiert. Ah! Ja, ist ja okay, wenn ich gefeiert werde. Also, aber reicht halt nicht ganz für den Kill. Wir hätten halt Tornado gebraucht. No. Fucking unlucky. Auch richtig carefree einfach an mir vorbeigeritten, weil ich gefarmt habe. Ja, stell dir vor, wir hätten zusammen gefarmt, ne? Wer hat ja, GG gewesen? Der wäre down gewesen. Wäre halt ein Kill gewesen. Na? Ja. Gute Möglichkeiten hier für Loot. Wir brauchen halt einfach nur alle Sachen hoch. Na, ja, dass wir zusammen farmen können. Wildschwein-Buddies am Farm. Was? Wildschwein-Buddies am Farm. Na, ja, Mann. Zwei. Oh. Is it worse? Oh, 5 von 5, Junge. Holy shit, ey. Einer ist 2200. Das ist so crazy. Das ist genauso viel wert wie Basalt und es ist 6.3. Also weniger wert als Basalt. Das war 6.3? War das nicht 15? Ja. Nein, es war 6.3. What the fuck? Und 11 Decks sind, also der war jetzt 25.000 wert und das war voll. Das ist komplett insane, das ist so. Das halt. Game, also. Das lohnt sich halt gerade nochmal so abzubauen, ne? Naja, aber es sind halt Steine. Ich weiß halt nicht, wofür man Steine braucht. Also, halt für die Sachen, für die Gebäude. Die ja, ja, aber, halt aber ich weiß aber nicht, ob man verzauberte Steine für irgendwas braucht, weißt du? Die waren früher insane viel wert, halt 6.3er. Ja, aber was macht man mit denen? Das fucking was, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also ich habe keine Ahnung, was man mit verzauberten Steinen macht. Bei allen anderen Ressourcen weiß ich es ja, weißt du? Da weiß ich ja, warum die so viel wert sind. Verzaubertes Holz? Na, Bögen und sowas, Speer. Braucht man Steine auch für sowas? Nee, ne? Nee. Wahrscheinlich irgendwelche Gebäudedinger. Also. Ja, aber. Verzauberte. Was macht man mit verzauberten Steinen? Gegner. Zurück, immer zurück. Naja, my bad. Er hat abgesattet und macht weiter. Ja. Go. Wert, aber mehr als Farm, I guess. Jo. Fail Army, ja. Oh Gott, Junge. Rückwärts reiten, ne? Ja, das ist crazy. Vor allem ist es ja auch so OP. Okay. Man muss ja, einfach ich nur machen. Sich nicht belohnt. Man muss einfach nur machen. Oh, da ist verzaubert dann, oder? Nee, doch. Nee, der ist nicht verzaubert. Nö, das andere wäre verzaubert gewesen. Wie viele Stacks? 2 nur, also ist jetzt 2. Sad. Da unten der fette Echsentyp und ja. Anton tut mir wirklich weh. Ja. Wir haben beide ziemlich teuer, die Dudes. Ah, fucking Anton, Junge. Mann, ey, Anton zu töten wäre auch eine coole Story gewesen. Ja. Anton und wir, Junge. Anton und wir.
Unser Freund Anton und Apple Cheese. Apple Einfach. Cheese und sein Freund Anton, Junge. Jetzt hab ich noch einen. Einfach einen kompletten Film draus machen, so. Hier gibt's Basalt. Oh, hier gibt's seltenen Basalt. Crazy. Keiner farmt mehr Basalt, das ist crazy. Ja, aber wenn keiner Basalt farmt, dann ist, wird er doch öfter verzaubert, ne? Das ist halt auch lecker. Vor allem, er wird dann ja auch irgendwann mehr wert. Naja. Na, kannst es ja alles farmen und banken. Aber. Wird er wirklich mehr wert, wenn irgendjemand farmt und hat einfach nur mehr Stacks oder nicht? Naja. Fühlt. Naja. Ist ja nicht so, als würde das gar keiner mehr farmen, I guess. Ich habe irgendjemanden von Poe gefunden, aber der chase mich nicht. Der war da aufgesattelt, ja, ne? Jo, jo. Siebeneinhalb pro Basalt-Stack. Die nehmen verzaubert nicht so krass zu. Oh. Naja, gut, Zucker verdoppelt. Guess. Ja, ein bisschen abschlägen. Das ist schon ziemlich gut. Hier ist ein Gegner abgesattelt. Ich gehe mal raus von Polen. Okay. Ich gehe jetzt rein gleich. Okay. Don't go. Aber Unsichtbarkeitsumhang. Welche Richtung läuft er am besten? Ja, ich habe ihn nicht runterbekommen. Fuck! Mein Dämonenumhang war nicht ab. Oh, fuck! Er war auf 5 HP. Oh, wow, wir sollten zusammenbleiben. Er ist nach oben geritten. Oh, das ist so sad. Naja, mit Dämonenumhang hättest du ihn runterbekommen. Wollen wir nicht zusammenbleiben? Naja, die Map hier ist ja fast durch. Hier gibt es überall noch hier und da ein bisschen Basalt, aber keine Ahnung, ob wir hier jetzt die ganze Zeit bleiben wollen. Roter Kreis ist da. Wir haben gute Leute gefunden, ne? Das stimmt schon. Er hatte einen Hirsch und einen Dämonenumhang. Achtergier, glaube ich. Ist ein Poe und Hideout hier. Wie viel Platz hast du noch? Platz habe ich noch 1, 2, 3, 4, 6. Soll ich den Schatz noch machen? Ich habe 16. Note du mal den nächsten Loot rein. Jo. Fuck man, das war so easy, der Kill. Zu fragen, wie er läuft, ist schon schwierig, wenn er gerade gegralsuchend ist. Boah, dass ich den nicht runterbekommen hab. Ja, in der Seele weh. Du brauchst einfach nur Holz auf 8 oder ich Stein auf 8. Dann haben wir zwei Maps mehr, oder? Die wir beide fahren können. No, wir haben vor allem deutlich mehr Kills. No. Ah, so viele Kills sind schon mit Lappen gegangen schon wieder. Ja. Ziemlich viele. Sind wir hier in der Achtau? Ja, okay. Ich würde erstmal in den Süden gehen. Hier waren wir das letzte Mal auch schon, hier war echt ziemlich weggefahren. Und hier war vor allem ziemlich viel los. Wie viel ist 6 Einser Holz wert? 1000 vermutlich. Guck mal. Knapp unter 900. Hm. Also ungefähr so wie 6er Pflanzen. Jo. Vermutlich nicht worth it, ne? Hier ist ein Gegner von. Hier sind 2 Gegner, 3 Gegner, 4 Gegner. Aber alle ziemlich schwach. Witz. Da ist abgesattelt.
ist wieder aufgesattelt. Ich glaube, die wollen fighten, I guess. Was ist unser Plan? Das sieht aus wie eine Menge Leute hier. Ich gehe erstmal raus. Das sind ja. Gankers mit Klauen und so. Da kommen noch neue rein. Ich gehe erstmal kurz die Map wechseln. Ja. Zurück zu Eisgard. Weißt du noch, welche Gilde die hatten? Poe und gemischt, komplett gemischt. Okay. Aber sah so aus, als würden die zusammenreisen. Na. Also, die könnten wir schon fighten, die vier Leute, aber. Naja. ist halt nicht safe, ob die nur vier Leute sind. Ja, naja, das würde ich auch gerne vermeiden. Komm mal wieder rein, jetzt, I guess. Ja. Ein öffentliches Hideout. Jo, das gab es letztes Mal auch schon, als wir hier waren. Aber die Map sah auch komplett gefarmt aus. Hier ist wieder einer von den Typen. Wir könnten den schnell executen, wenn du hier zu mir kommst, im Ausgang gehst. Wollen wir das? Jojo, schnell execute wollen wir machen, aber ich guck erstmal, dass ich ein bisschen nach links reite. Weiß ja nicht, ob der mich jetzt chased, I guess. Bitte hier vom Ausgang. Komm hier von hinten, Poe, Leute, er sattelt ab, I guess. Weiß nicht, ob die jetzt Leute zusammenziehen, die haben wir recht lange gebraucht. Na. Aber gefühlt ist es halt direkt am Ausgang. Die Frage ist halt, wie dicht ich ranreiten sollte, um abzusatteln. Ich sattel gleich mal ab und dann gucken wir. Du solltest ungefähr auf derselben ich absatteln. Weiter mal ran, also wir laufen einfach weiter rein. Wie weit ran? Absatteln jetzt. Jetzt rein. Okay. Er ist nicht mehr hier. Warte, basically immer hier. Ich reite mal da, wo ich das letzte Mal auch war. Vielleicht finde ich ihn einfach wieder. Ich komme gerade von Südwesten, da war niemand. Okay, da war niemand. Hier ist er wieder, glaube ich. Nicht ist ja anders. Wollen wir rein? Ich bin hier abgesattelt. Okay, nicht getroffen. Depths, der ist wahrscheinlich von hier, oder? Depths, Pö. 1400 mit Fort Sterling. Ich würde sagen, wir ziehen mal ein Stückchen weg hier. Ja. Wir sollten, glaube ich, auch die Map wechseln hier. Sieht ziemlich gefarmt aus. Bisschen 6-1er. Ja, aber wir sind hier mitten auf der Straße, wo jeder lang kann. Ja, aber das ist ja nicht so schlimm. Wir sind ja nicht am Ausgang dran, oder? Ja, sind wir, aber wir wollen ja woanders raus. Wir wollen ja nicht den gleichen Weg laufen. Ja, aber wenn wir einen Kill machen, können wir einfach. Also wenn einer kommt, hier sollten wir eh reingehen eigentlich, oder? Also auf der Straße, nachdem uns 10 Leute gesehen haben. Ja, würde ich sagen noch. Okay, das ist hier ein... Gut, guck mal, solche Leute kommen hier mal lang geritten. Die kann man ja instant töten, oder? Ja, klar. Die Frage ist halt immer nur... Ziehen die schon Leute zusammen, weil die uns schon gesehen haben? Noch einer. Das sind halt Transporter oder sowas eher. Das war irgendwie ein Transporter oder so. Und die kriegen wir halt alle tot. Und wenn wir hier nur einen töten, ist ich doch fein. Ich würde sagen, dass wir hier einmal in den Westen reinziehen und gucken, ob es irgendwas zu farmen gibt. Ja, wir sollten halt irgendwas farmen, sonst können wir niemanden absetteln halt. Genau. Ganzen Area, weiß ich nicht, ob wir da reingehen sollten. Das ist halt immer abgefahren. Gut sein. Also selbst die schlechten Spieler wissen, dass es hier Pflanzen gibt. Weißt du? Aber es gibt hier auch wirklich viele. Aber ja, ist komplett abgefahren, I guess. Dann lass uns... Ja, einmal halt hier im Bogen rum und dann Nordosten raus. Vielleicht finden wir ja noch irgendwo was Leckeres, aber... Sind ja auch einige frohe Leute hier unterwegs.
Ja, es sind viele schlechte Spieler. Also. Das ist nur ein Stack. Gegner von Sun. Ich settle mal ab. Oh. Ist auf dem Wolf, schade. Ah, schade. Da müssen wir auf jeden Fall weg jetzt, ne? Also. Na, wäre dieser Armbrustschütze da nicht gewesen, ne? Dann hätten wir den halt gerade getötet. Wir hätten den halt getötet, diesen Wolfspieler. Der war ziemlich lang gelaufen. Vor allen Dingen, wenn wir doch beide gefarmt hätten. Na. Ja, ja. Unlucky. Wir müssen auf jeden Fall unser Behavior optimieren noch. Ne? Ja, und unsere Gathering Skills. Ja. Ein Gegner war oben. Ah, der schien interessiert zu sein, also könnte gefährlich sein. Oh, mal gucken. Sollten wir rein, wenn wir jetzt einen Namen sehen? Ja, ne? Glaube ja. Du solltest schon. Naja, ich muss ja eh abgesattet hier bleiben. Ja, schon. Zwei ganze Stacks, ey, das war mehr als ich erwartet habe für die Map. Komm nicht wieder. Hier sind auf jeden Fall eine Menge Leute, die man abschlachten kann. Aber ich glaube, man sollte das wirklich nur mit Überraschungseffekt tun. Ja, ja, man sollte hier nicht drumherum chasen, aber. Na. Oh, die können wir beide machen. Ich spare mal meinen Umhang. Ja. Eins von eins. Oh. Ist ne? Holz, 7er Map. Könnte verzaubert sein, ne? Wenn's verzaubert ist, ist nice. Ansonsten ist es. Das ist scheiße. Aber ich glaube, ich muss den mitnehmen. 6.3er, 5 Stacks. Ja. Ist zu viel. Das ist schon fein. So. 110.000. Ein roter Kreis. Aber der ist beim Castle, das ist okay. Ja, solange er nicht moved. Genau. Lass kurz hier wegfahren. Ja. Können wir den Kreis eh noch ein bisschen beobachten. Solange er nicht move, ist es fein. Wenn er zum Holzdeck move, wenn wir da Kills machen, könnte es echt gefährlich werden. Ja, oder müssen wir halt weglaufen. Danach. Jo. Der Kreis ist weg. Gefährlich. Nicht aufgesattet dahin retten. Komm zu mir. Ich habe da schon den Namen gesehen, ich hab gefällt. Aber ich bin direkt weg. Okay, go. Ah, fuck, da ist noch andere, außerdem. Ist nur einer. Der chase uns, oder? Na. Fuck, wenn wir von unten gekommen, hätten wir auch den Kill bekommen. Wir hätten nicht Castle-Seite reiten dürfen, I guess. Na, von Pol. Ich hab die Map raus. Ja. Chase der uns überhaupt? Weiß ich nicht. Chase der? Ne, tut er nicht. Kommst du mal mit? Wollen wir einmal grünes Portal? Von der anderen Seite zum Holzdeck, da ist ja jemand, der das hackt, also. Ne. Das Deck ist noch da, das Deck ist langsam, wenn er kein hohes Level hat. Hoffen wir, dass wir noch rechtzeitig kommen. Okay, außerdem. Bein einfach, ne? Ja. Das ist der Typ von eben. Ja. 1,52, schneller looten und raus. Du musst alles looten. Ich kann nicht mehr. Ich hab Agro. Ich kann nicht looten. Fuck. Du werf was Billiges weg. Also ich komme gleich und loote dann, ne? Ich nehme Agro. Also das ist ein großer Kreis hier. Wir müssen hier weg. Du musst schnell looten. Ja. Und wir müssen hier weg. Nach oben oder nach unten. Der Kreis ist weg, also die kommen jetzt. Wir müssen hier raus. Nach oben. Okay. Nach oben gibt's keinen Exit. Ja, ja, wir sind. Aber der Holzdeck ist noch da, das heißt, ich würde sagen, wir satteln ihn gleich ab. Boah, lol. Der Kreis aber im Ausgang, ne? Fuck, ich bin schon wieder so richtig dran. Hast du Grace Hicke?
Ich hab Great Sieger ab. Dann go. Go. Gegner. Fuck. Aufsatteln, schnell looten. Du musst looten, ich kann nicht. Ja. Wir müssen dann erstmal jetzt mehr verpissen uns. Ja. Alles Wichtige dabei? Digga. War noch irgendwas Gutes? Das ist noch ein bisschen was, aber ich habe Platzprobleme. Ja, okay, dann lass uns kurz weglooten. Wir müssen mehr Platz machen, bevor wir ja. 7er Sachen noch reinschnabulieren. Gegner scheint ziemlich AFK zu sein, aber. Pack, pack, Platzprobleme. Raus. Der ist nicht jetzt raus. Ist aber auch nur so ein Echsen-Typ. Weißt du, was das für ein Baum war? 7-0er, unwichtig, ja. Der dreht um. Ah, bisschen Loot haben wir liegen lassen. Wie viel Loot hast du? 2,7. Ich habe 2,8 hier. Wir sollten einmal wegbringen. Ich habe auch keinen Platz mehr. Ja, ich auch nicht. Wir könnten aber Stackables auch traden. Wir haben nicht so viele Stackables, wir haben nur ein paar Gathering Stackables. Wir haben alle Gathering Stackables. Ja, aber wir haben viele verschiedene auch. Die Map hat sehr gut funktioniert, ne? Ja, 7er Zone ist super. Schlechte Spieler auch. Genau, also. Genau. Die Frage ist, ob wir kurz in die grünen Portale gucken wollen, dass wir einen schnellen Rückweg haben. Ja, wir könnten hier wieder hinkommen, die war gut. Kurz in die. Wobei wir sind sehr dicht zu Lymhos. Wir können auch einfach nach Lymhos laufen, wegbringen und wieder. Warte mal, da hatte jemand nach dem Kill geguckt und niemand ist gekommen, oder? Wollen wir nochmal gucken? Wir haben keinen Platz, also wir müssen erstmal traden. Wir können gerne traden, ne? Handel abgebrochen? Verbuggt. Ich gebe dir mal meine ganzen Erze her. Du gibst mir deine Erze und ich gebe dir meine Felle. Felle. Ich hätte die 4 Erze hätte ich dissen können. Nicht zu lahm. Zu viele Sachen. Ich habe auch noch Holz. Ich weiß nicht, ob du das gebrauchen kannst. Ich habe jetzt Platz ein bisschen, I guess. Hast du sowas auch dabei? Nö. Ich glaube, mehr können wir nicht stacken. Ich habe nur 3 freie Plätze. Ich habe noch 8 freie, 7 freie Plätze. Das ist okay für einen Kill. Und die Map war nicht gefährlich, oder? Wir haben 2 Leute getötet, niemand ist gekommen. Einer ist gekommen. Ja, einer auf einem teuren Tier und was nach Farmer aussieht, oder? Du hast gesagt, er hatte eine Echse, das hört sich nach Farmer an, ne? Nee, das war keine Echse, das war so ein Drache. So ein 400er Reittier, da. Sumpfdrache oder so nennt sich das Ding. Ja, ist doch das gleiche. Oder? Ja, die Pestechse ist halt. Ja, aber es ist das gleiche Tier, nur dass das eine besser ist als das andere. Ja, das eine hat keine Fähigkeit. Also. Ja, es ist halt das gleiche. Nur besser. So, Abseite und hinrennen. Ja, aber würde man in der gleichen Situation spielen, nur. Genau. Der Drache ist halt praktisch ein Wildschwein. Bisschen ja. Schneller, ein bisschen weniger Traglast, okay. Ist hier noch was drin? Ja, ein bisschen was hat keiner gelootet, I guess. Nehmen wir mal mit. Naja, also die Sachen, die da halt nichts wert sind und nur. Naja, ich habe jetzt noch 80k gelootet. 7.1er, 7.1er. Oh. Ist verbuggt. Hatte ich schon mal. Das warten wir abgesattelt und gehen auf den ersten rein, der kommt, ja, ne? Jo, ja. Weil wir haben ja hier keinen Stress geschoben, niemand weiß, dass wir hier sind. Das Einzige, was wir an Stress geschoben haben, war ja bei dem Typen da unten, der war ja von Kohl. Wir haben den hier getötet, aber sie sollten nicht wissen, dass wir hier jetzt farmen. Das sah nicht so aus. Ne, genau. Und der Typ hatte gescheckt, der war auch von Kohl und wir sind weggeritten. Na, der eine Typ, den wir hier getötet haben, war der auch von Kohl? Ja. Waren wir alle? Wir bringen nur Kohl, der Typ, Leute. Der checken kam, war auch von Kohl, deswegen dachte ich, Ja, aber wir haben unten eine kleine Schatztruhe, die in 5 Minuten öffnet. Die meisten Leute sollten nach unten tendieren. Und ein Machtkern liegt da auch rum. Also eigentlich sind wir hier fein. Also wir sind hier wahrscheinlich auch noch fein, weil es hier keinen Ausgang gibt. Das heißt, weniger Leute laufen hier standardmäßig lang. Weil sie sollten so ja. Oder so trotzdem Loot wegbringen. Wir haben sehr wenige Plätze frei. Wenn wir 2 Leute killen, haben wir Probleme mit dem Looten.
Ich habe jetzt auch nur noch 4 Plätze frei. Ich habe noch 80.000 reingelootet gehabt. Na. Ich würde vorschlagen, einmal die grünen Portale da zu checken. Also ja. Wir haben ja hier auch insane Maps alle aneinander. 7er Eis, 7er Sumpf, 8er Sumpf, 7er Wald. Das ist schön. Also man hat eine Menge Möglichkeiten für Kills, ha? Wir haben ja auch noch ein paar gemisst, die richtig teuer waren. Jo. Man muss nur die richtigen Zonen finden, das ist so das Problem. Und man darf nicht zu aggressiv spielen. Ja. Manche Situationen muss man defensiv spielen. Aber die Kills, die man macht, sind teilweise richtig viel wert. Ja. Ich meine, ich bin schon auf 3,24 Millionen. Der Machtkern unten wird transportiert. Wie viele Stacks hast du noch? Einen. Dann lass uns das nördliche grüne Portal angucken, oder? Ja. Und der Machtkern wird auch aus der Map rausgezogen, glaube ich. Jo, das ist ganz nett. 7er Sumpf ist im Allgemeinen ganz nett. Naja, du kannst halt kein Holz farmen. Ja, aber es gibt Pflanzen als Main-Ressource und Tiere sind auch sehr gut. Na. Ja, wenn ich Holz farmen könnte, wäre es richtig gut. Weil Sümpfe sind auch nicht so überlaufen wie fucking. Ich muss testen, ob die verzaubert sind oder nicht. Scheiß 7 neue Bäume, ey. Oh, hier war eine 7-3er Pflanze, schade. Das wäre lecker gewesen. Ich finde es aber gut, dass sie mehr als ein oder zwei Stacks haben jetzt, weil das war toll. Die waren so richtig unwichtig, wenn man keine großen Stacks gefunden hat, war immer... Konnte da nicht rein. Ja, Mountain Rise geht raus, das ist glaube ich nice, oder? Schauen wir nach. Road sollte safer sein zum Nachschauen als das hier. Ja. Sollte sehr dicht ja. Bei Limhus sein, ne? Mountain Rise ist... Ist grün, also ist ist keine schwarze, doch ist schwarze Zone. 2 neben High Tree, also perfekt. Mhm. Ist auch nur grün, aber du kannst ja gleich durch, oder? Na, es muss ja kurz vorher eben einer durchgegangen sein. Naja, da sind 2 Minuten Cooler noch auf dem Rise Portal. Razor Rock. Heißt, um Plateau gibt's ja auch noch, aber. Ich gehe kurz hier die Farm Areas einmal checken. Vergessen, dann gehen wir unten Rise raus, oder? Du bist jo, fein? Jo. Ich habe das andere Portal gecheckt, da geht's nur deeper und irgendwo andere schwarze Zone. Es sind noch 24 Sekunden, bis ich rein kann. Schade, kann ich den Schatz nicht mehr killen. Die Map ist aber 6. Oh, ich habe ein Jungtier gedroppt. Hm. Entspannt. Why not? Kann man mitnehmen. Ja, das gefällt mir eigentlich, rumzureiten, Leute umzubringen, ein bisschen zu gathern. Jo. Oh. So, Mountain Rise, 1 Minute 15. Nö, ich komm gleich. Ich guck einmal kurz rein. Ja, ich protecte schon mal die Area. Das Portal. Ist ja eine 6er Map und wenn es gut ist, ist es gut, I guess. 7er. Gibt hier 7er Shit. Und ist dann auch teilweise ab. Ich würde sagen, wir gucken einmal hier rein. Geh nochmal in die Steinarea. Okay. Ach, ich kann das 7er Fell nicht farmen. Weil du keinen Platz hast. Ich muss ein Pflanzenjournal zerstören. Auch ein bisschen was wert, ne? Ich kann 4er Gifttränke kaputt machen, die sind nix wert. Die sind nix wert. Der Sonnenflachs ist voll, der dickes Fell ist zweimal hier. Ich gehe schon mal in die andere, du kannst die hier machen. Na. Hier ist ein alter Marmor-Aspekt. Oh, den können wir schaffen, ne?
wenn wir Fight gehen mit dem gleich? Wie war denn 13.000 Leben, das ist der schwächste Aspekt, den es gibt. Ja, aber die in den Roads sind stärker als die in den offenen. Ja, aber es ist der schwächste Marmor-Aspekt. Wir haben 7er Holz immer geschafft. Zu zweit. Ja. Hier gibt's sehr viele Achterbäume auch. Aber die sollten wir erst machen, wenn wir den machen, damit du auch was zu tun hast, denke ich. Oh Gott! Bist du dir sicher, dass wir 8er Aspekte in den Roads zu zweit gemacht haben und geschafft haben? Nein, wir haben erst 7er gemacht und die haben wir zu zweit geschafft. Die haben wir zu zweit geschafft mit Speer und dem... Speer und Heal. Aha. Und dann kommen wir mit Speer und Heal wieder. 9er Gear. Ja. Ist doch ein Versuch wert, oder nicht? Und da nehmen wir dann halt auch einfach Farming Gear plus... das Gear dann halt mit und dann machen wir nur die eine Area hier und dann gehen wir den Loot Pack bringen. Ja, ist ja auch ein kurzer Weg, oder nicht? Jojo. Dann nehmen wir einmal Avalonisch mit. Du könntest Avalonische Axt mitnehmen, da waren ein paar Bäume, aber es sind ja eh nicht so viele Bäume. Ja, wir nehmen schon Avalonisch alles mit, also wir nehmen halt schon Standard Gathering Gear mit. Halt nur ich, du nimmst einfach nur... Du nimmst halt Stein, ich nehme halt Holz. Du musst halt aber nur eine normale Axt mitnehmen, das lohnt sich safe nicht. Es ist ja nur eine kleine Area. Ja, aber die haben halt 11 Stacks. Ach ja, ficken, ja. Naja, I guess. Die haben ja 11 Stacks, die Dinger. Interessant. Xing Shang Shong. Chinesen. 130 Leben, das ist schon echt eine Menge. Was? 130 Leben hat der, sag ich. Also 130.000. Den schaffen wir nicht, oder? Haben wir einen 7er Steinaspekt schon mal gemacht? Zu zweit? Nee, wir haben aber einen 7er Holzaspekt zu zweit gemacht. Und Steine sind leichter. Und Steine sind leichter, wenn ich mich erinnere, aber es geht eher um die Enrage. Du musst hier, wo ich lang bin, lang, oder? Oder bist du woanders lang? Ja. Weiß so. Enragen die nicht und dann schaffen wir sie nicht mehr? Ja, wenn wir zu wenig Schaden haben. Haben wir zu wenig Schaden? Ich glaube ja. Aber ich weiß es nicht. Wenn wir in der wenn wir in Limhus sind, gucke ich einfach. Also wir haben ein Video und wir können gucken, wie stark der. Genau. Wie viel Leben der hatte und das war ja zeitlich immer recht knapp. Genau, und das gucken wir einfach nach. Das war ja auch der Grund, warum wir gewechselt hatten. Tanken ohne Healer konnten wir ja nicht. Und Druiden-Healer hatte nicht ausgereicht, wenn ich mich richtig erinnere. Wir hatten nie ausprobiert, aber der Erlösungsstab hat gereicht für alles. Ja. Und Damage halt muss halt kommen dann. Aber not sure, vielleicht brauchen wir 3 Leute. Das kann halt sein. Wir müssen ihn ja töten, bevor er in den Rage reingeht. 130.000, weißt du noch, wie der hieß? Ein alter Marmor-Aspekt. Und der hatte 130.000 HP. Ja. Ja, ich glaube 130.000, das ist normal für Aspekte. Das ist das kleinste, was es gibt, glaube ich. Es ist das kleinste, ja. Es ist die kleinste Version und es ist aber der höchste. Naja. Ist dann halt die Frage, ob Marmor schwer ist oder nicht. Schweine sind nicht so hart, du musst nur den Stamm verdotschen. Da oben sind Stacks, wollen wir hin? ja. Also ich habe gar keinen Platz mehr im Inventar, um irgendwas zu looten. Hier gibt's einen Dreier-Boss. Ja, die müssen wir umbringen. Ja.
Cheat. Ja, echt viele Dudes hier. Ja, ein bisschen echt klein. Viele gebuffte Dudes, holy shit. Lass einmal kurz raufcasten, oder? Nee. Wir brauchen das ja für den Gank. Okay. Hoffentlich lootet der nur im Buch, ey. Ja, ein Buch. So. Lass mal kurz noch ein Fünferstab ist halt pretty much worth it, oder? Lass noch mal gucken, ob wir irgendwas stacken können noch. Hast du Felle? Hast du Fasern? Hast du Erze? Ich hab Felle. Und Erze habe ich halt auch. Also, nee, Erze habe ich gar nicht. Fasern habe ich einige, also. Fasern hast du einige. Jo. Gehen wir mal auf annehmen. Jetzt habe ich zwei Plätze frei. Einen würde ich hier den Stab mal nehmen. Hast du noch kleine Gifttränke? Nee, habe ich zerstört. Dann werfe ich die auch weg. Die waren ja nur so 4.000-5.000. Ja. Wir sind ja honestly ein bisschen in trouble. So, und dann zuerst zum Holzdeck, würde ich sagen. Ich habe kein Item mehr unter 10. Ich habe eine Menge Items hier, die crazy sind. Kann man da lang? Ja. Dann, I guess, gehen wir jetzt runter, wa? Ja, ja. Der ist da. Dann gucken wir uns den anderen nochmal an. Und dann fahren wir den Holzdeck. Ich würde sagen, dass wir den erst wegfahren und dann den anderen angucken. Und wieso dann? Wir könnten zurückkommen und den Kill kriegen oder nicht? Wir könnten aber auch verpassen, den selber abzufahren. Das ist schon ein bisschen Geld. Unwahrscheinlich, dass es so schnell geht, oder? Das ist ein Fünfer-Holzdeck. Also den mache ich halt aber in 30 und wir haben echt einen extrem kurzen Weg, oder? Den mache ich in 2 Minuten weg. Der Typ, der da farmt, ist safe mehr wert als das Deck. Das kann sein. Gegner? Wildschwein, ich geh rein. Ich hab ihn. Er hat fort. Nein! Ich troll, hab gemisst! Ah, das wäre lecker Kill gewesen. Und der war. Na gut. War vermutlich der war free. Der war fucking einfach. Außer er gehört zu dem Territorium, dann ist er nicht free. Aber. Doch, er ist free, er fällt direkt um. Kommt da nicht rein. Oh, wie kann das passieren? Mann! Mit gute Free Money. Habe ich Platz? Ja, ich habe Platz. Wollen wir nochmal gucken, ob er wiederkommt? Startet mal ab. Würde ich. Ja, könnten wir. Also, das ist da halt so eine richtig blöde Stelle, ne? Wenn da irgendeine Gruppe kommt, sind wir halt tot. Wenn die uns ja, aber unwahrscheinlich. Wir können einfach raus. Also, wir haben halt beide 3 Millionen an Loot dabei, ne? Aber er hat das getan, der wird unheimlich wiederkommen. Das ist halt eine behinderte Stelle für uns. Also wir müssen auch an unsere Sicherheit denken. Wir haben alleine nur in Loot 6 Millionen dabei. Nur alleine in Loot. Ja. Also und wir haben halt noch einen Marmor-Aspekten. Eine Area voller Holz. Ja, ist rein. Das war ein Pre-Kill auf dem fucking Wildschwein, Junge, was tue ich denn? Wie kann ich den eh nicht treffen? Er muss da lang reiten, es gibt keine anderen Optionen. Ich kann ihn auch vor ihn aimen, ich muss ja nur den Root treffen. Das ist also das genau, war wirklich genau. Nicht gut. Das war wirklich nicht gut. Er hatte ja gar keine Chance mehr zu escapen. Nee. Er hat keine Chance zu escapen, außer ich misse. Ja. Weil selbst wenn du nicht triffst, wenn du den richtig setzt, liegt er ja im Weg und er kommt nicht durch und ist tot. Abgesattelter Gegner. Sattelt auf. Ja, lauf weg. Und Verbluterstab, ich guck erstmal. Wir können immer noch zurück an ihm vorbeilaufen, ne? Das ist dir schon klar. Nee, so also ist er jetzt ein bisschen in der Trieb drin. Wir sind doch Tote, wir sollten anders laufen. Aufgesattelt, abgesattelter Gegner. Das, was ich meine.
Da ist jemand gestorben. Wahrscheinlich haben wir Glück gehabt, dass da wer anders war, sonst wären hinter uns noch mehr gewesen. So. Hier geht's Mountain Rise wieder rein. Wir wollen nach Südwesten, dann sind wir raus. Alle anderen Wege sind viel zu umständlich. Kommen wir hier durch? Nee. Westen könnte gehen, wir könnten Osten einmal rumgehen. Wir sind in ziemlich in Danger, wenn wir da versuchen hinzureiten. Ich würde vorschlagen, einmal zu gucken, ob man hier lang reiten kann. Wenn ich bis dahin keinen Namen sehe, würde ich sagen, dass die Chance ziemlich gut ist, dass wir von Machen da. Wir dass wir von da bis zum Ausgang kommen. Wenn nicht. Wenn wir ihn vorhin sehen, geht's aber zurück für uns. Genau, genau. Oh, da wird gerade ein Dings transportiert. Could be fine für uns als Ablenkung. Ja, wird halt auch nach Osten transportiert. Auf der Straße lang. Eigentlich sollte hier jetzt keiner mehr sein. Das ist nicht garantiert. Die Leute haben entweder Angst oder laufen hin, um die Leute zu töten, oder nicht? Das ist ziemlich wahrscheinlich. Ja, aber alle anderen Leute, die noch unterwegs sind, ein Zweier. Gegner, also ja. Sag ich schon. Gut machen. Holy shit, krieg ich viel Damage. Ja. Sag mal, anlooten? Na, ich kann selber anlooten. Nix drin. Komm, auf zum Hellgate. Jo. Die Leute würden sich bestimmt freuen, wenn die dann irgendwie 1 Million Ruhm kriegen pro Kill von uns. Noch ein Hellgate. Was ein Steinsteak. Okay. Na, die Map hier ist aber ein bisschen anders im Leben. Sukima, Epigis hat mich eingeladen, mal in eure Gilde reinzuschnuppern. Hat mir. Da. Yes. Passt schon. Zack. So, dann hol den Mann erstmal mal rein. Ah, wir haben so viele Käse.